Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Einsteigerguide zu Tradeskill Master präsentieren. Da wurde ich die letzten Wochen immer mal wieder drauf angesprochen im Stream: Hey, kannst du da nicht mal einen kleinen Guide basteln? Wir wissen nicht, wie wir da genau einsteigen sollen. Das Addon ist relativ komplex. Und jetzt habe ich mich so durchgerungen und wir machen ein kleines Video. Kleiner Disclaimer am Anfang. Das wird wirklich nur ein Einsteigerguide mit Basics. Wenn ihr in TSM schon drin seid, wird euch das nicht viel weiterhelfen. Ja? Also wir gehen nur wirklich auf die Basic-Sachen ein, dass die Leute, die jetzt auch nur einfache Operationen ausführen wollen, dass die das machen können. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was TSM überhaupt für ein Addon ist. Was kann das? Bevor wir uns jetzt die Einstellung angucken, weil nichts ist ätzender, wenn man sich 10 Minuten ein Video anschaut, wie man ein Addon einstellt und dann feststellt, ich brauche das gar nicht, weil das irgendein Käse ist. Also ich kenne das selber aus Erfahrung. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt erstmal an, was TSM eigentlich ist. TSM ist prinzipiell ein Addon, das dir im Auktionshaus einiges an Arbeit abnimmt. Mit TSM werdet ihr nicht mehr oder weniger verkaufen als mit einem normalen Interface, nur habt ihr die Möglichkeit, effizienter Sachen ins Auktionshaus einzustellen, effizienter Sachen zu craften, effizienter Post auch zu verschicken und ihr habt auch sehr, sehr viele Daten, die ihr mitgeliefert kriegt, wenn ihr die App mitnutzt und das empfehle ich auch, sonst macht das Ganze tatsächlich keinen Sinn. Heißt, es ist eigentlich nur eine große Unterstützung und ohne TSM würde ich viele Sachen im Auktionshaus gar nicht machen, was einfach so viel Zeit mehr kosten würde, jedes einzelne Item einzeln reinzuklicken, dass es doch eine erhebliche Hilfe ist. Wir können uns das einmal angucken. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt anschauen, was wir für Informationsgehalt haben, wenn wir jetzt zum Beispiel hier über ein Item rüberfahren, seht ihr, mir wird sowohl angezeigt, wo ich dieses Item habe, auf welchen Chars. Was ganz nett ist, wenn ich jetzt irgendwas am Suchen bin, mir wird angezeigt, wie viele im Auktionshaus sind, mir wird angezeigt, wie viel das Item wert ist, wie viel das Item, für wie viel es verkauft wurde, beziehungsweise auch hier haben wir den regionalen Marktwert, wie viel es auf allen EU-Servern wert ist. Und das ist eine praktische Sache. Diese Informationen alleine schon können uns gut weiterhelfen. Selbst wenn ihr nicht mal im Auktionshaus groß unterwegs seid, denkt euch folgende Situation: Ihr seid in irgendeiner alten Instanz, farmt vielleicht irgendeinen Transmog oder ihr wollt irgendeinen Mount haben und es droppen einen Haufen Greens. Und 99% der Greens sind meistens irgendwelcher Mist, der mal H20 Gold wert ist oder vielleicht 100 und sich eh nicht verkauft. Aber dann gibt es dieses 0, irgendwas Prozent, wo richtig krasse Sachen dabei sind, die auf einmal 100k wert sind. Und die sehen halt genauso kacke aus wie alles andere, aber wenn ihr über die Items rüberfahrt und bevor ich die Sachen verkaufe, fahre ich immer drüber und schaue, aha, okay, was ist das? Das ganze Mist haue ich weg und die Sachen, die richtig was wert sind, schicke ich auf einen anderen Char und verkaufe die. Und wenn ihr kein Addon habt, das euch solche Preise sagt, dann wisst ihr das halt einfach nicht, ist das Item was wert oder ist das Item was nicht wert. Also selbst wenn ihr im Auktionshaus nicht großartig unterwegs seid, macht es tatsächlich Sinn, sich einen Addon zu holen, das Preise auslesen kann und euch dann die, so wie TSM aufbereitet, darstellen kann. Das machen übrigens auch andere Auktionshaus-Addons, also dafür braucht ihr nicht TSM. TSM ist das, was ich tatsächlich nutze. Ich hatte, glaube ich, früher Auktionator, das hat es auch gemacht. Ihr solltet am besten nicht zwei haben, sonst wird euer, ja, dieser Infotext da ewig lang, der ist jetzt mit TSM schon lang und ich habe da auch noch ein paar Transmog-Sachen da mit dabei, dann wird es noch ein bisschen länger bei Items, die transmogbar sind und noch verkaufbar. Genau, das ist das eine. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, über TSM uns verschiedene Gruppen zu erstellen und Items mit einem Tastenklick sehr viele Items, welche ich euch nachher auch nochmal zeigen, ins Auktionshaus einzustellen und auch wieder rauszuschmeißen. Wir können das mal machen mit meinem Hordenschar. Wir switchen hier mal. Und hier kann ich euch auch mal was zeigen. Zum Beispiel, wir gehen jetzt mal hier ran und machen einen Run-Cancel-Scan. Dann scannt er hier einmal durch. Mit dem habe ich jetzt sehr viele Items drin, deswegen wird das jetzt wahrscheinlich ein bisschen laden. Und ihr seht, wir haben hier alle möglichen Epic-Items drin. Das waren vorher diese 400er Item-Level-Items. Die sind halt jetzt, gut, 72 sind die jetzt vom Item-Level her. Und hier seht ihr verschiedene Sachen. Zum Beispiel, du wurdest unterboten oder ich kann es canceln und zu einem höheren Preis posten. Und dann gibt es halt auch Sachen, wo ich nicht unterboten wurde. Ja, und das zeigt mir das hier alles an. Und jetzt kann ich theoretisch hergehen und hier auf Abbrechen drücken. Oder ich habe mir ein Makro gemacht, das auf eine Taste gelegt und das einfach hämmern und bricht mir einfach die ganzen Auktionen ab. Ja. Das ist eine sehr, sehr praktische Sache. Und jetzt können wir uns auch noch eine andere Funktion anschauen, die sehr praktisch sein kann. Also wir brechen jetzt mal nicht alles ab. So, das reicht jetzt auch schon. Normalerweise würde ich jetzt alles abbrechen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Und jetzt schauen wir hier in den Postkasten. So haben wir ja hier normalerweise den normalen Postkasten. Ich könnte hier einfach öffnen. Was würde er machen? Er fängt unten an und ich habe hier auch noch Handgelenke zum Shuffeln.
Und ich will jetzt nicht, weil jetzt wahrscheinlich hier nochmal 1000 Handgelenke im Postkasten sind, nicht alle Handgelenke rausnehmen, ja? Weil sonst kann ich ja die Sachen, die ich jetzt wieder ins Auktionshaus einstellen will, für einen bisschen geringeren Preis, dass ich den Verkauf mache und nicht der Konkurrent, müsste ich jetzt, wenn dann manuell hier reingehen, rausklicken, reingehen, rausklicken. Dauert ein bisschen, ja? Ich kann jetzt aber auch in das TSM-Menü gehen, also schieben wir das ein bisschen rüber, dass ihr es seht. Da haben wir auch alle Items drin. Ist ein bisschen übersichtlich. Man sieht auch tatsächlich gleich das Gold, was man verkauft hat. Auch eine Gesamtsumme. Und jetzt kann ich hier unten verschiedene Buttons auswählen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will alles rausnehmen, was sold ist, also verkauft. Dann nimmt er nur das Gold raus. Dann alle Sachen, die ich gekauft habe, rausnehmen. Das kann auch praktisch sein. Man will was Neues craften, hat das halben Postkasten mit irgendeinem Müll voll, den man jetzt gerade nicht verarbeiten möchte, sondern will nur das rausnehmen, was man gerade gekauft hat. Dann drückt man den Button. Ist auch sehr praktisch, muss man nicht den ganzen Postkasten durchsuchen. Dann gibt es einen Cancel-Button und ich kann jetzt den mal drücken. Dann seht ihr, die ganzen grünen Sachen überspringt er jetzt hier. Und nimmt nur die Epic-Sachen raus, die ich eben gecancelt habe. Ja. Das sind so kleine Spielereien, die braucht man nicht unbedingt, aber die sind sehr praktisch und sparen einem halt viel Zeit. Und das ist genau der Kern von Trade Skill Master. Das sind halt einfach Sachen, die einem Zeit sparen. Und dann gibt es hier auch noch Expired, also ausgelaufen. Da ist, glaube ich, der Bogen, genau, der war ausgelaufen. Sprich, wenn ich jetzt ein Item für 24 Stunden einstelle und nach 24 Stunden läuft der auf, dann landet der auch wieder in der Post. Genau. Und ja, hier All Order Thin Sachen, wenn du zum Beispiel den Boss nicht gelootet hast und die Post nachgeschickt wird, dann ist das unter Other Things quasi drin. So, wir haben jetzt ein paar Sachen rausgenommen aus dem Auktionshaus und können diese Sachen, die wir jetzt rausgenommen haben, auch direkt wieder einstellen. Ich habe da bestimmte Gruppen gebaut. Wie das funktioniert, werden wir uns halt anschauen. Ich will euch jetzt bloß einmal demonstrieren, wie das mit dem, wie das Add-on prinzipiell funktioniert. So, ihr seht, wir haben das jetzt gescannt, ging relativ schnell. Jetzt drücke ich wieder meine Taste mit einem Makro und er hämmert mir jetzt quasi hier einfach die ganzen Sachen rein. Ich muss eigentlich nicht viel denken. Manchmal macht es Sinn, so ein bisschen zu überprüfen, okay, passt das mit den Preisen so? Zu 99% bist du da eigentlich, wenn du die Base-Einstellungen beibehältst auf der guten Seite, ja, dass du da auch Gewinn mitmachst. Manchmal kann es ein bisschen rumspacken, also ein Auge drauf zu haben, ist nie schlecht. Das Addon ist auch nicht fehlerfrei, muss man dazu sagen. Genau, das ist eigentlich die Geschichte, die ich euch heute zeigen will. Die Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe, sind auch die Sachen, die ich tatsächlich nutze. Das Addon hat hier noch viel, viel mehr Funktionen. Man hat auch eine Funktion, dass man snipen kann. Es gibt auch eine Kauffunktion, die ich aber eher weniger nutze. Es gibt auch viele Funktionen, zum Beispiel im Bereich von Berufen, das können wir uns jetzt hier mal angucken. Wir können jetzt auch TSM bei den Berufen anmachen. Und für was ich es hier nutze, ist, dass ich direkt die Preise sehe und hier sehe ich den Gewinn. Ja? Also ich kann jetzt hier rüberfahren und sehe bei jedem Item, wenn ich das herstelle, also jetzt die Mats aus dem Auktionshaus kaufen würde und dementsprechend dann die Items herstellen und sie wieder ins Auktionshaus hau, wie viel Gold mache ich plus? Und das ist eine Sache, die sehr interessant ist. Wichtig ist natürlich hier, ihr solltet trotzdem noch gucken, was ihr da herstellt. Ja? Ihr müsst immer sehen, es sind hier auch Items, zum Beispiel hier unten wird mir ein großer Gewinn angezeigt von einem Item, das nur ein Item Stufe 60 hat. Ne? Das werde ich wahrscheinlich nicht verkaufen, weil es ein Low-Gear-Item ist und ein anderes, was das gleiche Item im Endeffekt ist mit einer höheren Itemstufe, tatsächlich einen geringeren Gewinn hat. Heißt, es haben einfach nur noch ein paar Leute dieses alte Item drin, was schlechter ist und dementsprechend für einen höheren Preis, dann wird dir hier ein fiktiver höherer Gewinn angezeigt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Man kann da nicht blind vertrauen, aber es ist zumindest ein Indikator bei den aktuellen Gear-Items. Okay, wo liegen die Preise etwa? Kann ich da Gewinn mitmachen oder nicht? Ja? Und dementsprechend ist das eine sehr, sehr praktische Sache. Man würde das auch sehen, wenn man jetzt hier so über das Item drüber geht. Unten seht ihr, die Herstellkosten sind hier 1884 Gold und Gewinn mache ich 1116. Ne? Also wenn ich das jetzt kaufen würde und es direkt auch verkauft wird. Das kann natürlich dann auch wieder ein bisschen schwanken. Zu eng sollte man das immer nicht machen. Und ja, genau. Ich sehe jetzt zum Beispiel auch hier, wenn ich über den Tooltip drüber fahre, wie viele Items im Auktionshaus habe, wie viele in der Post sind, wie viele in der Bank sind, in der Tasche. Das ist auch mal eine praktische Sache, dass ich so ein bisschen abschätzen kann, okay, muss ich wieder was neu herstellen oder habe ich noch genug? Meistens ist es bei mir so, ich logge mich mit einem Char ein, mache einen Cancel-Scan, cancel alles raus und stelle dann wieder dementsprechend alles neu ein.
und guck dann, okay, muss ich wieder was Neues herstellen jetzt auf diese Items. Gut, jetzt haben wir uns mal so grob angeguckt, so an Funktionen, was das Addon uns bietet. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, okay, ist das was, was ich brauchen kann, oder ist das was, was ich sage, okay, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, mache nicht immer Auktionshaus, ich will auch keine Daten haben, das Addon ist nichts für mich. So, das war jetzt so, Anführungszeichen, der Prolog ist jetzt doch ein bisschen lang geworden. Jetzt wollen wir uns mit dem Addon an sich beschäftigen. Also, wir wollen einmal mit dem Addon arbeiten. Dementsprechend, was müssen wir natürlich machen? Wir müssen uns das Addon erstmal holen. Wir gehen auf die Seite, die schimpft sich tradeskillmaster.com, gehen dann hier rein und erstellen uns einen Account. Ja, ihr braucht einen Account und nein, ihr müsst nicht Premium sein. Ich bin auch nicht Premium, müsst dafür nichts zahlen. Ja? Ihr macht euch einen Account oder ihr macht hier Sign-in. Also sich anmelden. So, jetzt habe ich mich mal angemeldet. Keine Ahnung, ob da irgendwelche Daten gezeigt werden. Wenn ich gehackt werde, dann war es ein Fehler. Und wir loggen uns jetzt quasi hier ein. Und wenn wir uns eingeloggt haben, dann gibt es hier auf der Seite verschiedene Sachen, die wir machen können. Man kann hier auch Black Market nachgucken und irgendwelche Deals und Pet Compare. Da habe ich auch schon mal Videos zu gemacht. Auf der Seite kann man noch viel mehr machen als das dementsprechend. Mit dem Add-on im Game, ja. Das wollen wir uns jetzt aber nicht angucken. Da könnt ihr, wenn ihr Zeit habt, euch das auch mal an sich anschauen. Wir wollen jetzt hier auf installiere die TSM-App gehen und da gibt es verschiedene Sachen, die wir brauchen. Wir brauchen nämlich dreierlei Gedöns. Wir brauchen einmal das TSM-Add-on, TSM4 ist das aktuelle, ja? Das könnt ihr euch runterladen und den Download App Helper, den braucht ihr auch. Das sind beides WoW In-Game-Add-ons. Ich kann euch das auch mal Trade hier auf der Twitch-App zeigen. Also das Trade Skill Master braucht ihr und Trade Skill Master App Helper. Das sind die beiden Add-ons, die ihr haben wollt. Und was ihr dann noch haben wollt, ist eine Desktop-App. Also keine WoW. Kein WoW-Addon, sondern eine Desktop-App. Und die könnt ihr euch auch hier runterladen. Und diese Desktop-App sorgt im Endeffekt dafür, dass ihr die Daten die ganze Zeit im Hintergrund zieht von den verschiedenen Servern, die ihr einstellt. Ihr müsst da tatsächlich Server einstellen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich die App, ja, die ist bei mir jetzt wieder irgendwo im Hintergrund abgeraucht. So sieht die dann aus und wir brauchen dann einmal ein paar kleine Einstellungen. Und zwar müssen wir in der App unsere Server einstellen. Heißt, wir gehen da, wir laden die App runter, starten sie und dann schauen wir, dass wir die Server einstellen. Jetzt bin ich gerade am gucken, wo ich die App schon wieder hin habe. Nicht, dass ich sie geschlossen habe. Wir müssen jetzt mal. Das ist jetzt wieder sonderlich professionell. Ich muss jetzt mal kurz die App suchen. Die ist nämlich immer im Hintergrund unterwegs. Und dann finde ich es immer nicht. Jetzt machen wir mal kurz hier den Fenstermodus an und ziehen wir meine ganzen WoWs weg. Irgendwo habe ich sie wieder wegversteckt. Wir können aber das Ganze auch einmal auf der Seite einstellen. Und zwar muss ich jetzt mal gucken. App Configuration, genau. Und dann müssen wir Ream Selection machen. Und hier können wir dann einstellen, wo wir scannen wollen. Ihr könnt da halt so viele Reams reinmachen, wie ihr wollt. Ich merke jetzt tatsächlich keine Lags, aber es zieht halt Daten. Ne? Wenn ihr eine sehr schlechte Internetleitung habt, kann es halt sein, dass ihr es tatsächlich merkt. Ich habe jetzt halt ein paar Server eingestellt. Ich habe Equin drin, Amantool, Antonidas, Lothar, Blackmoor und Erida. Das sind so die Server, auf denen ich unterwegs bin. Und davon zieht er dann die Daten. Was er noch zusätzlich noch zieht, sind die komplett EU-weiten Daten. Ja? Also sprich, wenn ihr hier die EU-Reams auswählt, dann habt ihr natürlich auch die EU-Durchschnittspreise. Und ihr seht, hier für 36 Minuten hat er als letztes hier gezogen und davon eine Stunde. Ne? Also es kann natürlich sein, wenn sich krasse Preisschwankungen innerhalb von ein paar Minuten ergeben hat, dass er die nicht hat, aber meistens spielt das weniger Rolle, beziehungsweise da guckt er dann aktuell mal, wie es aussieht. Aber für so einen groben Preis ist TSM auf jeden Fall gut, weil es eigentlich so in einem Rhythmus von einer Stunde, halben Stunde das immer am Scannen ist. Genau. Also das könnt ihr hier einstellen. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass ihr es in der App an sich einstellt, aber irgendwie ist die schon wieder im Hintergrund und keine Ahnung, wo die schon wieder rumgeistert. Ah, da ist sie. Halt hier, jetzt habe ich sie gefunden. Das sieht halt hier genauso aus, ne? Also ihr könnt hier halt auch dann die Server einstellen. Mehr müsst ihr eigentlich jetzt hier nicht großartig umbasteln.
Einfach die Server einrichten und dann könnt ihr eigentlich ins Spiel gehen. Wir ziehen das jetzt mal rüber, das brauchen wir jetzt gerade nicht und machen hier wieder den Vollbildmodus rein. Also habt ihr gesehen, ich wollte jetzt auch nur zeigen, dass es hier bei diesen kleinen Icons die App drin ist, deswegen habe ich mich so angestellt. Hust, hust. Okay, gut, jetzt haben wir die App und wir haben auch die Add-ons. Und jetzt ist es so, dass wir einmal in TSM reinschauen können. Und ich habe ein bisschen viele Add-ons. Hier haben wir das TSM-Symbol. Und so sieht jetzt prinzipiell das Modul aus von TradeSkill Master. Wir haben hier quasi am Anfang gleich meine Übersicht von den Goldmengen von einem Account. Also ich habe jetzt hier meinen Main-Account gerade offen und dann si sieht man, also man kann das auch hier ein bisschen umstellen, wie ich wo Gold gemacht habe. Ne? Zum Beispiel hier haben wir mit 2 Millionen gestartet, gehen dann irgendwann mal auf 18 Millionen rum, dann haben wir uns was gekauft. Wir können uns auch theoretisch die ganze History angucken, hier mit welchem Item ich was an Gold gemacht habe, ist jetzt aber für das Video relativ uninteressant. Also ihr habt hier auch verschiedene Einstellmöglichkeiten, dass ihr sagt, okay, ich will jetzt sagen vom letzten Jahr oder die letzten 6 Monate oder wirklich nur an dem Tag, was habe ich verdient? Und dann sehe ich hier unten auch tatsächlich, mit was ich wie viel gemacht habe. Ist jetzt aber, denke ich mal, für den Einstieg eher nicht so relevant, beziehungsweise ich bin da jetzt auch nicht großartig am Gucken. Wichtiger sind tatsächlich dann hier die Operationen und die Gruppen. Die beiden Sachen brauchen wir. Wir können hier auch bei den Settings einiges umstellen. Das werden wir aber heute definitiv nicht behandeln, weil das geht zu weit in die Materie und prinzipiell könnt ihr auch die Standardeinstellungen drin lassen. Ja? Also die Standardeinstellungen sind von TSM schon ganz gut. So, was sind jetzt Gruppen und was sind Operationen? Bei Gruppen können wir einfach hergehen und uns bestimmte Items reinziehen. Es ist so, dass ihr euch eine Gruppe erstellt, indem ihr einfach aufs Plus geht, dann habt ihr eine neue Gruppe, die könnt ihr dann irgendwie nennen, wie ihr wollt. Zum Beispiel A, B, C. Und in diese Gruppe könnt ihr dann irgendwelche Items reinschieben. Und anhand von diesen Items, die dann in der Gruppe sind, könnt ihr mittels der Operationen irgendwelche Sachen verändern. Zum Beispiel, wie teuer will ich die Items reinstellen in das Auktionshaus? Oder irgendwelche Geschichten mit, wie will ich die Items kaufen und da noch Sachen umstellen. Oder auch Geschichten mit, ich will diese Items dann immer auf die Bank packen oder ich will diese Items in einen bestimmten Char schicken. Man kann solche Sachen einstellen. Ich benutze tatsächlich nur Operationen fürs Verkaufen bzw. Operationen fürs Postversenden. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel mal hier ein Item, was wir einfach anklicken können und dann einfach dazu adden. Ja. Das zeigt euch alle Items an, die ihr im Inventar drin habt. Das ist jetzt bei mir relativ wenig, weil ich es endlich mal geschafft habe, mein Inventar aufzuräumen. Dazu können wir aber theoretisch auch wieder auf meinem Horden-Char switchen. Der hat da nämlich ein wenig mehr drin. Dann machen wir hier nochmal TSM auf. Und ihr seht, ich habe relativ wenig Operationen drin. Vielleicht der ein oder andere, der TSM-Videos macht, hat da 10 Millionen drin. Das kann man machen. Umso mehr Operationen man hat, umso genauer kann man es aufdröseln. Ich verkaufe jetzt nicht so viel gewaltige Sachen. Als allererstes habt ihr ja immer diese Base Group. Und diese Base Group, dort sind einfach alle Sachen drin. Also theoretisch müsstet ihr auch keine Operationen machen und ihr könntet alles über die Basisgruppe verkaufen. Der Nachteil davon ist, dann haben quasi alle Sachen die gleichen Einstellungen, also sowohl der einzelne Stoff als auch vielleicht irgendein teures Epic-Teil und das kann eine Geschichte sein, die man nicht unbedingt will. Also es macht tatsächlich Sinn, sich einzelne Gruppen zu machen und wir können uns das mal anschauen. Zum Beispiel hier am Beispiel von meiner Gruppe, die nennt sich Beruf Item 400. Da habe ich einfach die ganzen Items reingemacht, die vorher dieses 400er Item Level haben. Und ihr seht, da sind wirklich einige Items drin und die hatte ich vorher alle mal im Inventar und habe die einfach hier dazu geaddet. So. Gruppe haben wir soweit erstellt und können uns jetzt die Operationen anschauen. Und ihr seht schon, wir haben hier eine Operation fürs Auktionshaus, Accounting. Dann haben wir eine Operation fürs Craften. Da habe ich nichts umgestellt. Da haben wir eine Default-Geschichte drin. Ich habe dann eine Mailing-Operation. Die ist dafür zuständig, ob ich die Items zu einem bestimmten Char schicke. Dann haben wir eine Shopping-Operation. Da
bin ich auch bei Default, da habe ich auch nichts großartig umgestellt, weil ich die Items ja nicht einkaufe. Und Snipen sieht ähnlich aus, auch Default. Rendering habe ich auch nichts drin und Warehousing, das ist dann mit der Bank, da habe ich auch nichts eingestellt. Diese ganzen Sachen sind jetzt erstmal nicht relevant für uns. Wichtig für uns ist tatsächlich einmal hier das erste. Und zwar Accounting. Und da haben wir im Normalfall auch Standard drin. Wenn ihr euch einen erstellt habt, dann habt ihr eine Liste, wo ihr hier was auswählen könnt. Oder ihr drückt hier drauf, dann kommt ihr in die Operation und könnt da was umstellen. Wir können auch wieder hier einfach aufs Plus gehen, uns eine neue Operation auswählen, einen Namen eintragen und dann dementsprechend hier Sachen umstellen. Wichtig für uns ist jetzt eigentlich dann die zweite Leiste, also hier vorne mit Details. Da braucht ihr eigentlich nicht großartiges Umstellen. Es gab früher jetzt noch so eine Sache mit Blacklisting-Spielern, dass man bestimmte Leute nicht unterbietet und sowas, aber das würde viel zu weit führen, das brauchen wir alles nicht. Ja? Wir wollen jetzt einfach hier bei den Einstellungen reinschauen und da wird es interessant, warum ihr Gruppen braucht, beziehungsweise den Gruppen dann verschiedene Operationen zuordnet. Und zwar geht schon damit los, dass ihr vielleicht verschiedene Items verschieden lang im Auktionshaus haben wollt. Warum will ich verschiedene Items verschieden lang im Auktionshaus haben? Zum Beispiel, ich habe irgendein Transmog-Item, das ich irgendwo in Moraudon gefunden habe und da sind jetzt nicht so viele Leute, die das verkaufen, sondern Transmog verkauft sich relativ langsam. Jetzt will ich das Transmog-Item nicht alle 12 Stunden wieder neu einstellen, weil ich muss da jedes Mal klicken, sondern ich hau das jetzt vielleicht mal für 48 Stunden rein, weil da ist jetzt eh noch so, nicht so ein schnelllebiger Markt. Jetzt habe ich aber vielleicht Items, wo sehr viele Leute, wie diese aktuellen Craft-Items, die sehr viele Leute herstellen und die man immer wieder rauscancelt und wieder neu einstellt. Macht es Sinn, ein Item, das ich eh nach ein paar, nach einer Stunde oder zwei vielleicht schon wieder rauscancelt, wieder neu einstellen muss, für 48 Stunden reinzustellen? Wahrscheinlich nicht, einfach deswegen, weil du eine höhere Gebühr bei 48 Stunden zahlst als bei 24 oder 12 Stunden. Umso kürzer du einstellst, umso geringer ist die Gebühr. Und die Auktionshausgebühr, die kann tatsächlich schon eine Rolle spielen. Heißt, ihr solltet am besten bei Items, die ihr vielleicht eh öfter mal cancelt oder wo ihr schnell unterboten werdet, möglichst eine kurze Einstellzeit einstellen. Und bei Sachen, die ihr einfach loswerden wollt, die jetzt nicht so schnell gehandelt werden, wie Transmog zum Beispiel, stelle ich jetzt 48 Stunden an. Also hier habt ihr schon mal einen Split, wo ihr sagt, okay, ich mache vielleicht schon mal zwei Gruppen, eine für dieses Transmog-Zeug und eine für Items, die wir ja, die wir halt auf 12 Stunden stellen, weil ich die immer wieder canceln muss, weil ich eh überboten werde. Genau. Und hier können wir einstellen. Ich habe jetzt hier 24 Stunden drin. Eigentlich müsste man 12 Stunden reinmachen. Ich habe 24 drin bei den Craft-Sachen, einfach weil ich halt unterm Tag am Arbeiten bin und dann erst am Abend das umstellen kann und ich eigentlich meistens gar nicht so viel zum Canceln komme, aber eigentlich müsste ich 12 einstellen. Genau, dann gibt es ein Postcap. Das Postcap heißt einfach, wie viele Items stelle ich maximal von dem ein. Heißt zum Beispiel, ihr habt jetzt von einem Item 30 hergestellt. Macht es Sinn, 30 von diesen Items im Auktionshaus zu haben? Wahrscheinlich eher nicht. Ja? Wahrscheinlich macht es eher Sinn, 5 bis 6 im Auktionshaus zu haben. An einem Tag werden von dem Gear-Item vielleicht 2, 3 verkauft. Wenn ihr natürlich 30 einstellt, werdet ihr trotzdem nur 2 oder 3 verkaufen, habt aber für 30 Items die Gebühr. Und hier könnt ihr es gleich schon mal cappen. Ich habe jetzt hier 200 drin, was eigentlich ein Käse ist, aber ich reguliere das an einer anderen Stelle. Ich stelle einfach nur 5 her. Ja? Ich habe ja vorher gezeigt, wenn man über die Items drüber fährt, dann sieht man schon, wie viele man hat und dementsprechend komme ich nie in die Bredouille, dass ich hier mehr habe. Und ich habe noch zusätzlich in der Gruppe auch, glaube ich, noch ein paar andere Craft-Sachen drin. Ich glaube, so Rollen und da wollte ich halt maximal 200 im Auktionshaus haben. Genau. Aber da könnte man halt jetzt auch schon wieder zwei Gruppen machen. Sagt man, okay, die Rollen packe ich in eine Rollengruppe rein, mache die auf 200 und mache eine eigene Gruppe für die Gear-Items, wo ich dann auf 5 zum Beispiel schätze. Ich war da wieder zu faul. Ja, und habe halt nur eine Gruppe gemacht, nur eine Operation. Eigentlich ist das schlecht, was ich gemacht habe. Aber naja, wenn man faul ist, ihr seht schon, man kann an mehreren Stellschrauben drehen. Dann Amount, Keep in Bag. Also wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt so und so viele selbst behalten. Sowas kann man machen, wenn man zum Beispiel sagt, okay,
Ich kaufe mir jetzt für den Raid Flask und immer wenn die Flask sehr teuer ist, will ich die Flask verkaufen, aber dass ich selber noch für den Raid ein paar habe, behalte ich die. Das würde jetzt schon in eine tiefe Materie führen, wo man am Ende dann die Preise hier noch ein bisschen umstellen kann und dann aus Materialien, die man selber benutzt oder aus Items, die man selber benutzt, immer die verkauft, wenn sie teuer sind, kauft, wenn sie günstig sind und dann aber selber noch ein paar haben will, wie zum Beispiel Buffwood, Flask und andere Geschichten. Die nutze ich auch nicht großartig, kann man aber machen, ja. Das brauchen wir nicht mit dem Expired-Ding. Dann schauen wir mal. Genau. Hier unten haben wir jetzt verschiedene Preisgeschichte. Ja? Das sind Buyout-Geschichten. Die sind jetzt für uns auch relativ uninteressant. Undercut, das habe ich auch auf Standard gelassen. Und hier haben wir jetzt die ganzen Preissources. Jetzt gibt es verschiedene Leute, die euch alles Mögliche an Preissources empfehlen. Jeder hat da eine andere Formel und dann kann man sehr, sehr komplexe Sachen machen. Ich würde euch empfehlen, dass wenn ihr hier mit dem ganzen Gedöns anfängt, dass ihr die Standard-Preissource drin lasst. Die ist nicht schlecht, die ist jetzt vielleicht nicht das Allerbeste. Man kann, wenn man sich mit TSM wirklich richtig auskennt, sehr viele Gruppen machen, sehr viele Price-Sources für verschiedene Dinge machen. Wenn ihr wirklich anfangt und so das Baseline-Zeug verkauft, was ich auch tatsächlich nur tue, und damit mache ich da tatsächlich auch relativ viel Gold, unabhängig davon, dass ich jetzt hier krasse Price-Sources drin habe, lasst die einfach drin. Wenn ihr euch da krassere Sachen raussuchen wollt, da gibt es einen Haufen Videos, die von Leuten, die sich da wirklich auskennen, da will ich mich explizit ausnehmen. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, deswegen lasse ich auch die Standard-Price-Sources drin. Ich habe in der Vergangenheit auch schon da ein bisschen was rumgebastelt. Man kann da auch in die Scheiße greifen, ich sag's euch. Also wenn ihr euch da nicht auskennt, stellt da nicht irgendwas um und probiert erstmal ein bisschen rum, wenn ihr irgendwas übernehmt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Aber im Endeffekt sind wir hier schon am Ende. Ihr könnt theoretisch auch bei allen Gruppen die Standard Default übernehmen. Bei manchen Sachen macht es halt tatsächlich Sinn, hier an ein paar kleinen Schrauben zu drehen. Okay, jetzt sind wir so weit, dass wir einmal eine Price Source haben, beziehungsweise eine Operation und dann uns auch noch hier Items eingestellt haben. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr Sachen verkauft, im Auktionshaus. Jetzt müssen wir mal bloß gucken. Wir müssen wieder hier rüber gehen, dass ihr dann das einstellt, was ihr auch verkaufen wollt. Wenn ihr die Basic-Gruppe drin habt, dann habt ihr alles drin, was ihr irgendwie verkaufen könnt. Und das ist nicht so gut. Denn dementsprechend am besten die Basic-Gruppe raus. Nur das anklicken, was ihr verkaufen wollt. Und was ich jetzt zum Beispiel noch gemacht habe aus kleinem Hilfsding, dass ich bei einem Char, wo ich jetzt alles Mögliche verkaufen will, also heißt die Basic-Gruppe anklick, dass ich einen Tab gemacht habe mit No Sell. Wenn wir nämlich Items in eine Gruppe reinpacken, dann sind die nicht mehr in der Basic-Gruppe mit drin. Und dementsprechend habe ich dann einfach ein paar Mats reingepackt, die ich auf keinen Fall verkaufen will. Sonst hat es mir immer meine Mats wegverkauft, dann würde ich wieder was herstellen und dann waren die weg. Dementsprechend bin ich einfach hier in TradeSkill Master reingegangen und habe mir eine No-Sell-Gruppe gemacht und ihr seht, da sind alle möglichen Mats drin. Da sind mir die einfach nicht wegverkauft. Ja? Das ist so als kleiner Tipp. Genau. Also jetzt haben wir eine Operation erstellt, grob mal ein bisschen durchgegangen. Okay, was ist da so drin? Die Gruppen, seht ihr, sind relativ einfach. Man kann hier wirklich für jede fünf Items sich eine eigene Gruppe machen und auch eine eigene Operation und dann nochmal eine eigene Preissource, wenn man sich damit auskennt. Für den Anfang aber ein bisschen zu viel. So, wir wollen jetzt zum Ende noch was anderes angucken. Und zwar, ne, machen wir das mal nochmal auf. Haben wir eine Geschichte, die ich jetzt hier zum Beispiel bei den Handgelenken drin habe. Das hier sind grüne Handgelenke, die kann ein Schneiderer einfach bauen. Ja? Wenn ihr diese Handgelenke baut, dann wollt ihr die meistens zu einem Char schicken und die hier bei dem Scrubber klein machen, um Expulsum zu kriegen. Ne? Vielleicht gibt es in Shadowlands auch wieder sowas, das weiß ich jetzt noch nicht, ist zu vermuten. Und wie machen wir das am besten? Jetzt könnte ich natürlich hergehen und sagen, okay, ich gehe jetzt an den Postkasten. Hier seht ihr, ich habe schon einige drin. Und schicke die mit dem Standard, warte mal, wir nehmen jetzt mal ein paar raus hier, dass ich euch das mal zeigen kann. Und schicke die mit dem Standard-Posting zu dem Char. Es gibt aber hier im TSM eine Möglichkeit, dass du Items gesammelt vorselektiert zu einem Char schicken kannst. Du musst zwar trotzdem nur einen Tastendruck auswählen, ne? Aber du musst nicht mehr jedes Item einzeln reinziehen. Und ich kann euch das mal zeigen. Jetzt tun wir mal hier ein paar rausnehmen. Also im Normalfall gehen wir ja her,
haben jetzt hier zum Beispiel einen Char und müssen jedes Item einzeln andrücken und es dann rüberschicken. Das kann tatsächlich dauern, ja. In TSM gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns hier auch wieder die Gruppe anklicken. Und ihr seht, hier sind diese grünen Items drin. Dann gehen wir auf Operationen. Und dann haben wir hier unten Mailing. Und bei Mailing kann ich jetzt quasi hier auf X gehen, eine Operation auswählen und ich kann mir jetzt zum Beispiel einen Char auswählen, ja. Und jetzt sage ich zum Beispiel, okay, ich wähle mir den Char aus, den ich haben will. Die Chars muss man sich vorher einrichten, ne? Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Jetzt wähle ich mir mal irgendeinen aus, den ich hier auf dem Server habe. Ich glaube, der hier müsste auf dem Server sein. Den habe ich jetzt ausgewählt. Wir gehen jetzt auch einmal in die Operation rein. Also, wenn ihr hier noch nichts erstellt habt, dann geht ihr hier oben auf Operationen. Dann könnt ihr bei Mailing reingehen und drückt auf das Plus. Ja? Und wenn ihr auf das Plus geht, das können wir jetzt auch gerne mal machen, dann haben wir eine neue Operation. Die können wir umbenennen. Ich habe die immer so genannt, wie die Chars heißen, weil sonst wisst ihr am Ende nicht mehr, wo ihr hin wollt. Jetzt nennen wir den Char mal A, B, C. Und dann habt ihr hier ein zweites Fenster, wo ihr den Namen von dem Char eintragen müsst. Ja, wenn ihr nur den Char-Namen eintragt, zum Beispiel, da ist jetzt ABC, dann schickt es zu dem Char. Es gibt aber auch Sachen, die ihr Xtreme schicken könnt. Zum Beispiel, ihr macht das ABC und dann Strich Antonidas, wo es auch Sinn macht, wenn ihr auf verschiedenen Servern unterwegs seid und dann versehentlich den falschen. Da wisst, zum Beispiel habt ich auf manchen Chars oder auf manchen Servern habe ich Chars, die heißen Tela ohne Accents und auf manchen habe ich Tela-Chars mit Accents. Und jetzt ist das Problem, jetzt bin ich zum Beispiel auf einem Server, wo ich den Tela ohne Accents nicht habe, wähle versehentlich das aus, dann schicke ich das Item zu irgendeinem anderen Char oder zu irgendeinem anderen Char, der gar nicht mir gehört. Deswegen so die Serveradresse mit hinten ranpacken macht manchmal tatsächlich Sinn. So, also wir wählen jetzt dann einfach hier den Char aus, packen am besten das oben, oh, ich hätte das abspeichern sollen, ABC Antonidas. So, jetzt ist es abgespeichert. Und dann können wir hier verschiedene Sachen einstellen. Irgendeinen Amount, den wir behalten wollen. Max Quantity können wir hier setzen. Im Endeffekt, wenn ihr alles rüberschicken wollt, müsst ihr hier gar nichts einstellen. Ja? So, wir haben das jetzt soweit eingestellt. Und haben im Endeffekt, wir gehen nochmal rein, hier bei den Operationen jetzt unseren richtigen Char ausgewählt. Ne? Dann gehen wir jetzt hier drauf. Können einmal wieder TSM anmachen und es gibt hier oben dann verschiedene Fenster. Das hier ist nur der Posteingang, dann gibt es hier Send und dann gibt es hier Gruppen. Und dann kann ich mal alles hier rausnehmen und nur die Handgelenke grün, ne, auswählen, drücke hier auf Mail senden und ihr seht, er schickt alles rüber. Wenn ihr das komplette Inventar voll habt, dann dauert es vielleicht 5 Sekunden, dass er alle wegschickt. Wenn ihr manuell die reinklickt, dann braucht ihr 2 Minuten. Also das ist tatsächlich wirklich eine Arbeitserleichterung, aber auch nur dann, wenn ihr wirklich regelmäßig viele Items wegschickt. Wenn ihr einmal 10 Items zu einem Twink schicken wollt, dann ist es schneller reingeklickt, als dass ihr hergeht und extra euch eine Operation macht. Deswegen müsst ihr euch immer überlegen, mache ich was mit TSM oder mache ich es manuell? Ich mache sehr viele Sachen auch tatsächlich manuell, weil das eventuell eine Geschichte ist, die ich schnell manuell klicken kann, wo ich dann nur wenige Sachen brauche. Sobald ich viel machen muss, zum Beispiel mit Canceln, mit diesen Handgelenken wegschicken, mit Reposten, dann nutze ich TSM. Also da muss man sich immer so ein bisschen überlegen, was macht mehr Sinn für einen. Gut, dann können wir uns jetzt noch am Anfang noch ein Ticken die Berufe angucken. Und zwar haben wir uns da ja auch vorhin schon bei der Einleitung so ein bisschen das angeschaut. Okay, wir haben hier ein Interface, wo wir quasi auch sehen können, wie viel was wert ist. Was auch praktisch ist, wir sehen auch gleich schon, was wir in der Bank bzw. in der Tasche haben, wie viele Items wir herstellen können. Das ist sehr praktisch. Und wir können theoretisch auch hergehen und Items queuen. Ja? Heißt, wir queuen hier einfach Items rein. Das will ich haben. Oder ich will zum Beispiel 5 von denen herstellen, 5 von dem herstellen, 5 von dem herstellen und so weiter. Und mache mir eine ewig lange Liste und klicke dann einfach nur noch auf Craft Next. Das kann man sich auch auf den Button theoretisch legen. Es gibt da eine Funktion, die heißt F-Stack. Und dann kann man sich auch so Buttons auslesen, aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Vielleicht erkläre ich das auch mal an einer anderen Stelle. Machen wir das wieder aus. F-Stack halt
Genau. Also das kann man sich dann theoretisch noch in das TSM-Makro mit reinbinden. Da muss man immer nur eine Taste klicken und es stellt alles her. Das ist auch unter anderem eine praktische Sache. So, jetzt wird sich der ein oder andere noch fragen. Ich habe jetzt die TSM-App, ich habe die beiden Add-ons und trotzdem werden mir hier die Preise nicht angezeigt, vor allem bei den Exposum-Sachen. Ihr habt wahrscheinlich sogar die Preise hier, aber bei den Exposum-Geschichten wird euch kein Wert angezeigt oder ein Fehler. Das liegt an einer Geschichte. Expulsum ist seelengebunden und alle Items, die seelengebunden sind, könnt ihr ja nicht, wenn dann bei einem Händler kaufen und oder im Auktionshaus. Heißt, die haben keinen vordefinierten Wert. Jetzt müsst ihr hergehen und dafür dementsprechend einen Wert eintragen, ja? Und das könnt ihr hier oben machen. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auf die Reihe. Das hatte ich eigentlich nicht vor, euch zu zeigen. Ich glaube, auf Reports müsst ihr gehen, Materialien und dann Expulsum. Dann könnt ihr draufdrücken und jetzt könnt ihr hergehen und ihr seht das hier, manuell einen Wert fürs Expulsum eintragen. Und ich schätze mal, in den Shadowlands wird es vielleicht auch wieder irgendwelche seelengebundenen Items geben, für die ihr einen Wert eintragen wollt. So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn dann, ihr tragt wie ich einfach irgendeinen fiktiven Wert ein. Ich habe jetzt hier einfach 300 Gold. Das ist etwa das, was mich das Shuffeln kostet plus Zeitauflage. Ich kaufe den Stoff für 2 Gold ein, brauche 10 Stoff, um ein Handgelenk herzustellen. Alle x Handgelenke kriege ich einen raus. Das habe ich mir etwa mal so durchgerechnet. Um die 300 Gold hier auf Blackmoor habe ich für ein Expulsum angeschlagen. Man kann natürlich jetzt auch hier eine komplexere Formel eintragen. Ja? Also diese. Das, was ich euch jetzt gerade so milchmädchenmäßig vorgerechnet habe, ist TSM auch in der Lage, quasi Verknüpfungen zu sehen. Du kannst auch hier eintragen, dass er ein Expulsum ist gleich Preis von so und so viel Stoff. Ne? Kann man machen, solche Formeln findet man auch. Die haben bei mir aber leider immer relativ oft rumgebuggt und dann bin ich zu übergegangen, dass ich einfach einen fixen Preis mir hier erstellt habe. Man sollte aber da ein bisschen im Auge behalten, okay, wie entwickeln sich tatsächlich Preise, wenn ich einen Fixpreis, wie ich jetzt hier eintrage, und das vielleicht ein bisschen anpassen. Ich habe eine Weile hier 200 Gold gehabt, da waren die Stoffe noch so knapp bei 2 Gold, mittlerweile sind die zwischen 2 und 3, teilweise sogar über 3 Gold, deswegen musste ich es ein bisschen anpassen, genau. Also, falls ihr Probleme mit den Preisen habt, dass euch das nicht richtig angezeigt wird, dann liegt es wahrscheinlich am Expulsum, tragt hier den Wert ein, saved es und dann habt ihr die Preise. Wenn ich den rausnehmen würde, dann dürften alle Sachen, wo ein Expulsum drin ist, keine Werte mehr kommen, weil er dann natürlich nicht sinnig berechnen kann. Gut, das waren jetzt wirklich nur die ganz Baseline-Geschichten. Ich hoffe, der ein oder andere konnte da ein bisschen Nutzen rausziehen. Tatsächlich bin ich auch nicht viel mehr mit TSM im Moment am Machen. Mir ist aber dennoch bewusst, es gibt das Einkaufenzeug noch, es gibt Shopping im Auktionshaus, es gibt Warehousing theoretisch in der Bank, man kann auch noch snipen und solche Sachen. Ich denke mal, das würde zu weit führen und da kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht genug aus. Gut, okay, dann sind wir soweit mit dem Ganzen durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne in einem anderen Video wieder. Euer Tila, bis dann, ciao.